In der Politik gehe es um Ordnung. Diese gebe es allerdings nicht mehr. Vielmehr sei die Politik derzeit sehr unaufgeräumt. Wir haben auf der Welt natürlich keine Ordnung, sondern ein ziemliches Durcheinander, wirtschaftspolitisch, vor allem finanzpolitisch, aber natürlich auch die Kriege und die Aufstände, die wir überall haben. Und es hängt eben damit zusammen, dass die gesamte Weltordnung kein ethisches Fundament hat, sondern dass nach wie vor die Menschen manipuliert werden und die Menschen ihrer Menschenwürde nicht geachtet werden und auch das Prinzip der Solidarität weitgehend aufgegeben wird. Verantwortlich für die Unordnung seien die Finanzmärkte, Spekulanten und Investmentbanker, die Millionen von Menschen ins Unglück gestürzt und selbst Gewinne daraus gezogen hätten. Die Ölkatastrophe am Golf von Mexiko und das Reaktorunglück von Fukushima seien nur aufgrund menschlicher Profitgier möglich gewesen. Wenn wir aus der Sache herauskommen wollen, dann muss die Politik durchsetzen, dass die gewählten Volksvertretungen stärker sind als die Macht der Finanzmärkte, dass die Politik wieder die Verantwortung trägt für das, was auf der Welt geschieht, und nicht 50 Broker und heutigen Agenten Investmentbanker. Um die Finanzmärkte zu regulieren, spricht sich Geißler für eine Finanztransaktionssteuer aus. Deren Einführung scheitere jedoch vor allem am mangelnden ethischen Fundament. Viele Länder hätten dies mittlerweile verloren oder nie gehabt.